Hallo zu meinem heutigen Video. Es ist mal wieder soweit. Ein Monat ist wieder rum. Ja, und es wird Zeit für ein Monatsstartes-Video. Und wir haben tatsächlich schon wieder März. Und ja, freue mich schon auf den Frühling. Ich glaube, vielen von euch geht es auch so. Ja, und dementsprechend habe ich tatsächlich jetzt endlich mal eine Investition gemacht. Dazu komme ich gleich. Aber ganz, ganz wichtig ist, wir sind mit dem Umzug durch. Also wir sind hier umgezogen mit meiner Partnerin zusammen in eine neue Wohnung hier. Wir haben ihre Wohnung fertig renoviert, die Schlüssel abgegeben. Bei mir ist es auch schon soweit. Meine Schlüssel wurden auch schon abgegeben. Der Ex-Vermieter ist ja glücklich, bei ihr auch. Und wir haben mit beiden alten Wohnungen abgeschlossen. Wir haben uns hier schon eingerichtet. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen, aber das sind wirklich sehr, sehr kleine Dinge, die wir einfach mal in den nächsten Tagen so, wenn wir Zeit haben, erledigen werden. Also wir haben uns auch hier schon eingelebt, wir haben unser Internet, wir haben schon unsere ersten Spaziergänge gemacht und ja, uns gefällt es einfach hier örtlich, schön und ruhig. Ja, und das wollten wir beide und ja, wir fühlen uns wie gesagt hier wohl. Und schauen wir mal, was so die Zukunft bringt, aber wir schauen positiv in Richtung Zukunft. Ja, jetzt zu meiner Investition. Das wollte ich euch zeigen. Wir haben ja lange, lange, lange drüber geredet. Und da ist das Riesenteil, das tatsächlich schwerer ist, als ich gedacht habe. Mein Sony G200 bis 600 mm. Gekauft habe ich das für Tierfotografie, ja. Inspiriert worden bin ich natürlich in erster Linie von Daniel Nitze und von vielen, vielen anderen YouTube-Fotografen. Denn guckt man mal zwei, drei Videos bezüglich dieses Objektives auf YouTube, dann findet man ganz, ganz, ganz viele. Und ja, dann war für mich irgendwann mal so klar, also ziemlich am Ende, weil ich habe auch mal hin und wieder mal mir überlegt, ob ich nicht das Tamron 150 bis 500 mm kaufen soll und habe mich dann im Endeffekt doch für das Sony-Objektiv entschieden und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich war schon mal auf einer ganz, ganz kurzen Tour, habe ein paar Vögel fotografiert, einen roten Milan, den habe ich auch schon auf Facebook und auf Instagram gepostet, unbedingt auf Instagram mal schauen und werde dann die nächste Zeit natürlich, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird, mit diesem Objektiv unterwegs sein. So wie es halt auch ist. Ne? Während dem Umzug, wo ich keine Zeit hatte, wo ich nur arbeiten und abends am Umziehen und Renovieren war, hatten wir Frühlingswetter. Wir hatten blauen Himmel, wir hatten schöne Sonnenaufgänge, schöne Sonnenuntergänge. Ihr kennt es ja, ja? Murphys Gesetz. Und jetzt, genau da, wo ich fertig bin, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt los ist. Wir haben es eisig kalt draußen. Es weht ein sehr, sehr kalter Wind hier im Schwarzwald. Temperaturen gehen eigentlich, sind so minus 2, minus 3 Grad. Aber dieser Wind, der macht einen richtig, richtig fertig. Und ja, ich warte mal darauf, dass es wieder ein bisschen wärmer wird. Und dann gehe ich auf jeden Fall auf Tour. Wie kam ich denn eigentlich jetzt tatsächlich auch so auf so eine Brennweite? Also mein erstes Zoom-Objektiv war tatsächlich das Sony G18 bis 105 mm. Davor hatte ich das Standard-Kit-Objektiv von 18 bis 55 mm. Und das war das nächste, was ich mir damals geholt hatte. Man sagt, das wäre kein so scharfes Objektiv, die Bilder werden leicht unscharf. Ist mir, bis ich das mal irgendwo gehört und gelesen habe, eigentlich nie aufgefallen. Ich habe es immer ein bisschen mit der Software nachgeschärft und ja, erst beim direkten Vergleich mit anderen Objektiven sieht man es tatsächlich. Ansonsten habe ich mit diesem Objektiv, also Sony G18 bis 105 mm und durchgehend F4, wirklich tolle, tolle Bilder gemacht. Sehr, sehr zufrieden. Ist immer noch eines meiner Lieblingsobjektive, gerade wenn ich so in, ja, im Urlaub gehe oder in die Stadt, Cityfotografie oder sowas, mache ich zwar selten, aber wenn, dann nehme ich gerne auch eben dieses Objektiv mit und bin da ja sehr zufrieden. Hatte damit auch schon mal einen Unfall. Also das war im Wohnmobil und wir sind dann über so eine
Insel, so eine, wie nennt man die, so Bremsinsel. Wir haben die übersehen, da sind wir, glaube ich, mit 50 km/h mit einem 3,5-Tonner, der überladen war, praktisch auf gut Deutsch, sind wir drüber gefahren. Und dann hat es einen riesen Satz gemacht. Viele Sachen sind im Wohnmobil kaputt gegangen. Und hier habe ich eine kleine Delle, aber das Objektiv tut es immer noch. Ja. Also, obwohl, da hätte ich jetzt echt gedacht, da ist es vorbei mit diesem Objektiv. War es aber nicht. Ich bin echt glücklich und nutze es immer noch regelmäßig. Also, es ist so ein Objektiv von 18 mm bis 105, da ist man super abgedeckt. Und ich plane auch demnächst auch mal Stadtfotografie, Cityfotografie, Streetfotografie. Und da werde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Was ich jetzt nicht hier mit vorbereitet habe, ist auch noch mal ein Sony 85 mm 1.8 Objektiv. Sehr super starkes Objektiv, gerade für Porträtfotografie. Habe es aber auch schon mal in der Landschaft benutzt, habe es aber auch schon mal in der Stadt benutzt. Ich meine, es gibt ja nicht dieses reine Objektiv für das oder das reine Objektiv für das. Die Objektive kann man ja auch für andere Dinge verwenden. Sehr, sehr zufrieden. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal natürlich die 105 mm haben mir dann irgendwann mal nicht mehr gereicht. Ich wollte immer mehr reingruppen, gerade bei Naturfotografie war es mir wichtig. Und dann halt auch mal, geht man ja mal mit den Kindern in den Zoo und möchte vielleicht auch mal Tiere ein bisschen ranzoomen. Ja, wir haben hier einige Tierparks und dann wollte ich nicht so viel Geld ausgeben und habe mir gedacht, naja, informiere ich mich mal. Auch damals hat mich der Daniel Nitze wirklich gut beraten. Er hat mich mir empfohlen, hier zum Sony G70 bis 350 mm eben zu holen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe damals, glaube ich, 650 Euro gezahlt. Das war so ein Angebot bei so einem großen Elektromarkt. Und da seitdem bin ich mit dem Objektiv auch sehr zufrieden. Mir gefallen einfach auch, wie leicht es ist. Es ist trotzdem hochwertig verbaut. Und ja, die Bilder sind sehr scharf. Und ja, von der Lichtstärke her ist es jetzt nicht das lichtstärkste Objektiv. Das ist von 4,5 bis 6,3. Aber trotzdem kommen bei Tageslicht sehr vernünftige Bilder raus. Und eben, wie gesagt, Packmaß ist sehr, sehr angenehm. Kann man auch in Urlaub mitnehmen. Und wenn man dann so wie ich ein Objektiv hat von 16 bis 70 mm, dann noch von 70 bis 350 mm, hat man eine sehr, sehr lange Brennweite, mit der man abgedeckt ist. Und also bei der man abgedeckt ist, glaube ich, habe ich es richtig gesagt. Ja, auf jeden Fall kann man da gerade im Urlaub oder so tolle, tolle Bilder machen. Und ja, bin auch mega zufrieden, kann ich empfehlen. Für jeden, ja, APS-C, Sony, Fotograf, dieses Objektiv wirklich mega. Und dann hier noch einmal mein, boah, schon ein Brummer, ne? Schon ein richtiger Brummer. Und wenn ich jetzt hier einfach mal das hier wegmache, dann wird es natürlich noch mal kürzer, klar. Aber ihr müsst mal schauen, allein jetzt hier die Linse, Leute. Schaut euch das mal an. Ja, ich bin gespannt, wie viel Spaß ich damit habe oder nicht habe, ob ich einen Tennisarm bekomme oder nicht bekomme. Wir werden es sehen. Mit der Blende zusammen natürlich ein riesen, riesen, riesen Teil. Habe aber schon ein paar Fotos gemacht damit, wie gesagt. Und die sind mega, mega geworden. Richtig, richtig schön. So, das genug zur Fotografie. Ja, gerade geht bei mir auf dem Kanal ja einiges los. Also Abonnentenzahlen, Aufrufzahlen. Ein Video, das ich vor 1 oder 2 Jahren aufgenommen habe, da habe ich einen Camper vorgestellt von dem lieben Wolfgang, ein Fiat Hümer, keine Ahnung, ich kann es ja mal verlinken. Und das Ding hat jetzt innerhalb in kurzer Zeit 50.000 Aufrufe bekommen. Ich kann es nicht erklären, warum jetzt dieses Wohnmobil jetzt auf einmal so gehypt wird. Viele abonnieren mich dadurch, also viele abonnieren mich und viele schreiben mich an, bezüglich auch den Camper. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Wohnmobil der liebe Wolfgang gar nicht mehr hat. Der hat sich ein neues gekauft, weil die es damals doch zu klein für sich empfunden haben. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auch davon aus, weil ich habe mich ja auch gewandelt. Also ich bin immer noch sehr gerne campen. Also ich bin immer noch gerne
mit dem Dachzelt unterwegs. Übrigens ist das Dachzelt jetzt über den Winter einfach auf dem Auto geblieben. Werde dann jetzt im Frühjahr auch meine ersten Dachzelttouren machen. Möchte auch mit meinem Wohnmobil weitermachen. Also ich möchte Anfang Mai mit der Renovierung weitermachen beim Toni. Da will ich aber wirklich nach 2 Wochen oder so komplett durch sein. Also mit Anfang Mai anfangen. Das Wetter muss natürlich mitspielen. Aber wenn das mitspielt, dann Anfang Mai anfangen und wirklich in 14 Tagen durch sein. Jeden Abend ein bisschen was am Toni machen. Und dann habe ich im Mai auch mal eine Woche Urlaub. Und dann möchte ich auch mit dem Toni unterwegs sein. E-Bike mitnehmen, Toni mitnehmen und dann eine Woche mal hier am Bodensee oder um den Bodensee fahren. Das sind alles noch offene Pläne, aber es geht schon in die Richtung und da werde ich euch natürlich mitnehmen. Das ist so der Plan. Das sind so die nächsten Ziele. Natürlich wird es auch an den Wochenenden Wanderungen geben, Fototouren geben. E-Biken ist geplant, dass ich dieses Jahr mehr mit dem E-Bike fahre, weil dieses Extremwandern geht dann jetzt so langsam auch in die Sehnen und in die Gelenke bei mir. Und ich muss einfach irgendwie einen Ausweichsport finden. Und ich habe ja ein super Mountainbike-E-Bike. Und da werde ich mit 2 Akkus dann auch noch ausgestattet. Also ich kann da locker immer über 100 Kilometer fahren, egal in welche Richtung ich fahre hier in Schwarzwald. Und von dem her werde ich wahrscheinlich dieses Jahr viel mehr E-Bike-Touren machen. Trotzdem werde ich auch wandern. Also Wanderungen zwischen 15 und 20 Kilometer werde ich machen. Ob es dann noch 30, 50 oder mehr werden, schaue ich mal. Ich will jetzt nicht sagen, sowas wird es gar nicht mehr geben, sondern ich will auf jeden Fall nochmal einen 50 Kilometer Megamarsch oder Mammutmarsch. Wäre nochmal so, sage ich mal, ein Ehrgeiz, das nochmal dieses Jahr zu schaffen. Ja, mal schauen. Gucken wir einfach mal. Ja, ich habe jetzt wieder mehr Freizeit. Also die letzten 4, 5 Wochen war es leider nicht so. Eine Woche davon hatte ich ja Corona. Ich lag mit Corona krank im Bett und jetzt sind wir endlich durch. Wir sind echt glücklich, dass es jetzt vorbei ist und ich freue mich auch jetzt auf ein bisschen mehr Freizeit. Natürlich werden wir noch einiges hier machen müssen. Es gibt noch ein paar Sachen, die auf der To-Do-Liste sind, aber es sind angenehme, leichte Dinge, die wir dann tun werden, die kommen dann immer wieder mal, aber so an den Wochenenden, also gerade dieses Wochenende mache ich meine erste Fototour. Ich hoffe, es wird nicht allzu kalt und wenn, dann packe ich mich halt gut ein und werde fotografieren. Und nehme natürlich auch mein neues Objektiv mit und vielleicht habe ich ja Glück. So, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war wie immer ohne irgendwie eine große Struktur, frei heraus, aber den meisten von euch gefällt ja genau sowas, mir auch. Ich kann mich einfach mal vor die Kamera setzen in meinem Studio hier und einfach in die Kamera labern. Ja, und ist ja auch nicht viel Arbeit, macht aber Spaß. Ihr seid abgeholt und ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Murat.